Herzlich willkommen zu Mathe mit Noel. Heute schauen wir uns die leere Menge mit ihren Eigenschaften an. Die leere Menge ist eine Menge, die keine Elemente enthält. Sie wird in der Mathematik oft durch einen durchgestrichenen Kreis, eine durchgestrichene Null oder mit geschweiften Klammern ohne Inhalt dargestellt. Eine Möglichkeit, die leere Menge zu definieren, besteht darin, sie durch eine beliebig unerfüllbare Eigenschaft zu definieren. Mit anderen Worten, wenn es keine Elemente gibt, die eine bestimmte Eigenschaft erfüllen, dann ist diese Eigenschaft eine Möglichkeit, die leere Menge zu definieren. Hier habe ich drei Möglichkeiten aufgeführt, wie die leere Menge definiert werden kann. Nun schauen wir uns die Eigenschaften der leeren Menge an. Die erste Eigenschaft ist, dass die leere Menge Teilmenge jeder Menge ist. Das bedeutet, dass die leere Menge in jeder anderen Menge enthalten ist. Die zweite Eigenschaft besagt, dass jede Menge bei der Vereinigung mit der leeren Menge unverändert bleibt. Das bedeutet, dass das Hinzufügen der leeren Menge zu einer anderen Menge keine Auswirkung hat. Die dritte Eigenschaft besagt, dass der Durchschnitt jeder Menge mit der leeren Menge die leere Menge ist. Eine weitere wichtige Eigenschaft der leeren Menge ist, dass das kartesische Produkt jeder Menge mit der leeren Menge die leere Menge ist. Das bedeutet, dass es keine geordneten Paare gibt, wenn man die leere Menge mit einer anderen Menge multipliziert. Und schließlich ist die Teilmenge der leeren Menge die leere Menge selbst. Aus dieser Eigenschaft folgt, dass die Potenzmenge der leeren Menge genau ein Element enthält, nämlich die leere Menge selbst. Die leere Menge ist eindeutig, das heißt, es gibt nur eine einzige leere Menge. Daher sprechen wir von der leeren Menge und nicht einer leeren Menge. Beweisen wir dies doch zuerst, sei M und L eine Menge. Jetzt bilden wir je eine Teilmenge. Die Teilmengen sehen wie folgt aus. Für die Menge M und L wählt man die Elemente, die Eigenschaft x ungleich x haben. Beide Mengen, die leere Menge M und die leere Menge L, sind leer. Um zu zeigen, dass die leere Menge M und die leere Menge L gleich sind und es somit nur eine leere Menge gibt, müssen wir zeigen, dass die leere Menge M eine Teilmenge der leeren Menge L ist und die leere Menge L eine Teilmenge der leeren Menge M. Dies gilt nach dem Extensionalitätsaxiom. Das heißt, es muss gelten, x-Element aus der leeren Menge M, genau dann, wenn x-Element aus der leeren Menge L. Weil beide Mengen keine Elemente beinhalten, ist die Äquivalenz wahr. Das bedeutet, dass die beiden Mengen Teilmengen voneinander sind und somit gleich sind. Somit wären wir am Ende des Videos angelangt. Hier kommst du zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!